Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Blasphemous. Beim letzten Mal haben wir die olle Kuh besiegt und jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Schnee. In my dreams I heard your footsteps coming closer. In my dreams I tried to talk to you and introduce myself. Okay. Guardian of the miracle and of the miracle banner, with great pain I carry the emblem of the Father. I am the hands of bloodied skin. I am the eyes from which your mother gazes. But nothing I know of you, apart from your cold, nameless visage, apart from your calloused and wounded hands, apart from the mourning of your deaths. No, I know nothing of you. Only the miracle knows. Also du bist nicht das Miracle. Da, wer bist du dann? Now may your sword full of guilt with mine of gold collide. Okay. Let them hurt and march in procession. Okay. I curse you forever in name. Okay. I bless you forever in death. Ja, du bist... Hör auf zu schwafeln, Junge. Sag, was du kannst. Seine Heiligkeit ist Kriba. Okay. Wir haben doch ein Ding. Okay. Boah, der nimmt aber Schaden, du mein lieber Scholli. Okay, das können wir nichts machen. Nimm das. Was willst du tun, Junge? Okay, du machst wieder das. Das kann man ja super easy ausweichen. Bisher kannst du gar nichts. Aber es wird bestimmt eine zweite Phase geben. Das ist viel zu einfach. Okay. Komm, Feuerbälle. Okay, da ist er auch schon wieder. So, das war Phase 1, weil es kam kein Requiem irgendwas. Ja, war klar, dass dann Phase 2 kommt. War viel zu einfach. Es war viel zu einfach. Ich hoffe, wir müssen das hier jedes Mal wieder durchmachen. Okay, Sohn des letzten Mirakels. Scheiße. Komm, Blitze. Was? Okay. Was muss ich... Das Auge, ne? Heilen uns mal. Okay. Jetzt können wir da hoch. Oder auch nicht. Weil die Plattformen spielen gerade nicht so wirklich mit. Und dann können wir Schaden machen. Alles klar, ich verstehe. Autsch. Aber wir haben keine Heilung mehr, okay. Alles klar. Ich glaube, am Boden stehen ist generell nicht so eine gute Idee. Oh, was ist das hier eigentlich? Können wir nichts mit tun. Ja, auf du dummes Schwert. Ah. Dang it. Ah, geht eigentlich. Wir haben jetzt halt einfach keine HP mehr. Autsch, und sind fast tot. Okay. Ansonsten geht das einigermaßen. Autsch, okay, das war neu.
Das Schwert kann er auch angreifen. Zweite Phase ist, scheint cool zu sein. Die erste Phase ist komplett überflüssig. Hätte man sich sparen können. Ich hoffe, hier müssen wir jetzt nicht jedes Mal wieder machen. Das wäre dann wieder dummes Design. Das ist viel zu einfach und bringt auch überhaupt nichts. Aber ich vermute, wir müssen die jedes Mal wieder machen. Das ist halt einfach so. Und es jedes Mal wieder geht das blöde Gelabere. Ah, ja, wir müssen wieder machen, okay. Naja. Schnauze. Dann geht er da wieder weg. Können die ja auch so ein bisschen zu ihm zurückschießen. Weiß nicht, ob es viel bringt, aber... Zumindest... Ach, leck mich. Okay, kommen ein paar Blitze, ich heile mich mal. Und da ist er down. Alles klar. So. Ja. Also, das ist die Transition auch immer, dass man das nicht, man kann es nicht überspringen. Ach. Meine Fresse, liebe Entwickler, mach doch nicht so einen Scheiß, ey. Ist vollkommen überflüssig. So, da ist noch unser Zeug. Mann. Blödes Schwert. Jetzt fängt es jetzt schon an. Hier Scheiße zu machen. Goddammit. Ich komme nicht dazu, irgendwelchen Schaden gerade zu machen. Okay, nehmen das. So, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Nein! Ach, shit. Ach, ich komme nicht hin. So, jetzt ist das wieder offen. So, da können wir Schaden machen. Da habe ich es nur einmal erwischt. Oh. Drei Schläge scheinen auszureichen. Oh, ich bin tot. Was? Okay, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht gecheckt. Aber gut, ja. Mühsam gemacht, ganz mühsam gemacht mit den zwei Phasen und... Ach, kein Fan von diesem Boss. Der vorherige war viel besser. Auch wenn da ein Aufzug dazwischen war. Ich meine, hier ist eine blöde Cutscene dazwischen. Das ist im Prinzip auch nicht wirklich besser. Ja, Schnauze. Ja, Schnauze. Was hat mir denn da Schaden zugefügt? Ist schon wieder viel zu viel Schaden hier. Okay. Wisst ihr was? Es ist kurz Zeit mal zu heilen.
Wir werden sie nochmal heilen. Damit wir in einigermaßen vollen HP in die zweite Phase gehen können. Och, das ist echt beschissen gemacht, ey. Ah, weißt du, das Spiel ist eigentlich super. Aber es sind so ein paar Kleinigkeiten, weil einfach beschissenes Design ist. So. Ah, ich komme hier nicht hoch. Autsch, okay, das war zu greedy. Oh, wir sind fast tot. Ich krieg das teilweise gar nicht so mit. Ich will das Ding hier aufnehmen, dankeschön. Okay. So. Wie hoch? Okay, oh, da war ich zu greedy. Mann, wenn einem der Blitz einmal trifft, ist man schon fast sicher tot. Da geht's wieder auf. Ah, jetzt kommen Feuerbälle. Das war neu. Boah, da kann man ja gar nichts tun. Okay, wir müssen mal... Wir haben doch Zeug gegen Feuer. Lass mal... Rosenkranzperlen. Das hier, oder? Ne, das ist Blitz. Wir haben was gegen Magie und gegen Feuer. Gift. Was? Garnflaschen bei manchen Angriff. Okay, das ist launisch. Gebeten. Schützt den Träger vor Schaden durch Kontakt. Das hätte ich vielleicht schon viel früher ausrüsten sollen. Aber was haben wir hier eigentlich drin? Für die Ausweichdistanz, das ist wichtig. Das habe ich keine Ahnung, was es macht. Wir fügen das hier mal dafür ein. Was war das nochmal? Die Verteidigung ist auch nicht schlecht. Was war das? Diese Tinte ergriffen vom Leiden erhöht die Kraft von Gebeten. Das brauchen wir eigentlich nicht. So, was war das mit Feuer? Schutz gegen magische Angriff ist das. Schutz gegen Blitz. Erheblichen Schutz gegen elektrische Angriffe. Gift erhöht im Inneren Lebenskraft des Trägers beträchtlich. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was war das nochmal? Das brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Das ist zu random. Schutz gegen Feuer. So. Ich denke, wir machen das hier mal so. Warum bin ich nicht? Habe ich keine volle HP? Wahrscheinlich, weil ich das eine Ding ausgerüstet habe. So, das heißt, wir müssen jetzt weniger Damage kriegen. Grundsätzlich. Ich weiß nicht genau, wie viel wir verloren haben. Aber... Ja, das wird jetzt natürlich auch wieder eine Weile dauern. Aber hey, ich meine, das ist irgendwie... vielleicht sogar der Endboss. Okay. Autsch. Ich dachte, schützt vor Schaden gegen Kontakt. Vielleicht nicht vollständig. Okay. Aber wir haben so viel Schaden schon wieder gefressen. Wann ist das denn passiert? Autsch.
So, ich werde mich nochmal heilen. Wir haben so viel Schaden schon. Wann haben wir denn so viel Schaden gefressen? Ist mir unklar. Ach komm, lass mich das wenigstens überspringen, ey. Ah. So mühsam. Der Bossfight wäre geil. Aber es wird halt einfach durch so Kleinigkeiten zunichte gemacht. Oh shit. Ah, dass ich mich da noch habe treffen lassen. War unnötig. Ach, Mist. Wenn du mal da drin bist, dann bist du im Stunlock. Und nun? Ich komme nicht hoch. Ich kann nichts tun gerade. So. Wahrscheinlich wäre es auch besser, wenn ich die grünen Bälle versuche in sein Gesicht zu schmeißen. Ah, shit. Okay, hier können wir richtig loslegen. Und dann kriegen wir eins auf die Fresse. War keine Heilung mehr. Es macht halt alles auch sahmäßig viel Schaden. Kommt die Feuergeschichte. Und da... Also ich will mal wirklich mehr weniger Schaden kriege ich nicht. Ich habe das Gefühl, die ganzen Buffs, die wir haben, die sind einfach vollkommen für den Arsch. Die bringen rein gar nichts. Ach, die HP, die wir hinzugefügt haben. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Spielt sowas von keine Rolle. Das ist wieder so ein Bullet Hell Boss. Muss ich halt einfach dem Zeug ausweichen. Weil es macht zu viel Schaden. Ja. Ah. Oh. Warum habe ich da jetzt schon wieder Schaden gekriegt? Ah ne, er geht. Bleibt hier. Guck mal an, wie viel Schaden das macht. Das können wir direkt knicken, wenn ich in der ersten Phase schon so viel Schaden kassiere. Ja, ich wollte gerade sagen, da bringt ja gar, müssen wir gar nicht erst weitermachen. Da diese ja in der ersten Phase dürfte ich eigentlich gar keinen Schaden kassieren. Du kannst halt auch die Heilung bringen, so nix. Das ist halt auch... Ich könnte sogar noch eine Heilung mehr holen, glaube ich, aber die jetzt eine Rolle spielt. Ich meine, es ist halt vielleicht 20-15% von meinem Leben. Und das Gelabere ständig. Ja. Hat eine Klappe. Schon wieder fast keine HP. Also, was heißt fast keine HP? Ich habe halt die Hälfte verloren. Nicht. Heilen geht halt nicht so richtig. Aber dieses bringt nichts. Ich muss die Hälfte der Heals verbrauchen und eine halbe Stunde dauert es, bis ich wieder volle HP hätte. Ach, dann lasse ich mich da treffen. Das war
eigene Dummheit. Okay, wir kommen hier, glaube ich, gar nicht hoch gerade. Okay, ich muss hier mal kurz das Zeug einsammeln. Oh. Heilen wir uns. Dass das jetzt direkt in der Mitte sein muss, war es auch ungünstig. Da kommen Plattformen. Okay. Wo ist das Schwert? Da ist das Schwert. Oh, ich dachte, das sind wieder die Laser. Was ist der Laser? Okay. Nach drei geht es jeweils wieder auf. Okay, haben wir's? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt einfach drauf losgespielt. Was war das? Achievement unlocked. Summa Blasphemia. Okay. Summa Blasphemia. Was heißt das? Ich kann mich heilen, aber ich sehe meine HP nicht mehr. Aber weitergehen? Cutscene, okay. Was machst du denn hier? Wie bist du hier hingekommen? His holiness from his afflicted torment. And now he walks by the old processions on the other side of the dream. The cradle of the grievous miracle. The final relic. The grail of blood and gold that emanated from the forehead of the father as he silently lamented the moment of his blessed twisting. That first relic is here, at the top of the Ashen Mountain, next to the Turn Throne, where His Holiness was kissed by a miraculous pain. And now, your final communion with the miracle awaits. Okay, jetzt müssen wir das Mirakel besiegen, wahrscheinlich. Would be able to know how much of it has seeped into your guilty heart. Na komm. Your communion with the okay, dann auf geht's. Bringen wir das zu Ende. Hauen wir das Mirakel halt auch noch um. So, wo ist es denn? Was ist denn hier los? Hallo? Und jetzt passiert wieder irgendwas. Wir werden wahrscheinlich irgendwo hingeportet. That swallowed up sins and sinners alike has had no mercy on you either. At the mercy of the miracle you were, and at the mercy of the miracle you remain. You are no longer anything but one more anonymous visage, without a voice, without countenance. Your penitence is over. Okay. The Path of the Unworthy. Achievement unlocked. Das war's? Echt? Das war jetzt ein bisschen, lames Ende. Schade. Irgendwie... Der Endboss war... Der Endboss war ein bisschen unterwältigend. Ich fand eigentlich den Boss vorher... Fand ich fast besser. Also...
Das war jetzt halt so ein bisschen. Die erste Phase war relativ langweilig, war cool, aber langweilig. Hätte Potenzial gehabt. Und dass man dann halt geportet wurde, das war halt auch irgendwie unnötig. Und dann. Der Fight an sich war okay, würde ich sagen, aber so ein bisschen zu stark. So ein Puzzle-Boss-Fight. Und. Ja, ich weiß auch nicht. Es war jetzt ein bisschen merkwürdig. Grundsätzlich fand ich das Spiel super. Also gerade die Atmosphäre, die Grafik und halt so, ja, das ganze Gefühl, das halt vermittelt wurde durch die ganze Ästhetik des Spiels. Das fand ich echt klasse. Und auch grundsätzlich so vom Gameplay war das Spiel eigentlich zu den größten Teilen sehr, sehr, sehr gut. Also das Gegnerdesign war klasse. Auch von den Umgebungen her. Es gab immer verschiedenes Gameplay. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie, dass sich Sachen großartig wiederholen, was super war. Ja, und die Bosse waren eigentlich auch größtenteils cool. Ein paar zu einfach, würde ich sagen. Ja, die Dame mit dem verbrannten Gesicht, die ist schwierig zu beurteilen. Weil ich glaube, ich bin halt einfach echt zu früh hingerannt. Die war halt einfach. Hat auch nicht wirklich meinen Skills halt entsprochen. Das ist. Dieses Bullet-Hell-Zeug, das ist etwas, was ich halt einfach nicht so wirklich gut kann. Ich glaube, das hat man jetzt auch wieder beim letzten Boss gemerkt. Das wäre wahrscheinlich auch ein Boss, den kann man first tryen, wenn man dann ein bisschen geschickter ist und den Projektilen ordentlich ausweicht, aber naja, konnte ich halt nicht. Ja, schade. Wir haben noch vieles offen eigentlich, was anscheinend überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also ich meine, wir haben das Spiel jetzt durchgespielt, ohne dass wir das ganze Zeug noch gemacht haben. Ich wollte eigentlich vor dem Endboss nochmal, ich hätte jetzt gedacht, wir brauchen noch irgendwas, damit wir das Spiel beenden können. Das war jetzt ein bisschen, das Ende war ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, es ist auch schwierig, ein befriedigendes Ende für ein solches Spiel zu machen. Und so von der Story her, das war halt alles, also das Lore-Zeug, das war cool, hat zur Atmosphäre beigetragen und in dem Sinne war es gut. Aber mehr war es halt auch nicht. Also ich habe nichts verstanden. Rein gar nichts. Und wahrscheinlich könnte man jetzt haufenweise Wiki-Seiten lesen. Und die Die Hard-Fans werden das natürlich auch machen. Dann würde man das auch verstehen. Aber es ist die Aufgabe des Spiels meiner Meinung nach, dass das ordentlich vermittelt wird, dass man eben nicht auf externe Seiten ausweichen muss. Und ja, das war schade. Aber ansonsten, zumindest hat es die ganze Atmosphäre gut unterstrichen. Und das war doch wichtig. Und hat auch so. Ja, das hat das Spiel auch ein bisschen zu was Besonderem gemacht, würde ich jetzt sagen. Weil es halt mit dem ganzen Schmerz und diesen Heiligkeiten und der Kirche. Ja, das war halt schon echt geil gemacht. Und so generell, das Setting ist halt wirklich genau mein Ding als alter Metalhead. was gibt's noch zu sagen? Ja, die Bosse, Mixed Bag würde ich sagen. Die meisten waren eigentlich gut. Das Problem bei den Bossen war mehr, dass dann teilweise die Mechaniken nicht so richtig. Also es gab ein paar Bugs. Bei dem einen Boss konnte ich plötzlich nicht mehr dodgen. Na, sonst irgendwie, teilweise reagierte der Controller irgendwie nicht so richtig. Also da gab es mit der Steuerung so ein bisschen ein paar Hiccups. Vielleicht lag es auch in meinem Controller, wobei der ist relativ neu. Und ich habe auch von anderen gehört, dass die auch ein bisschen Probleme hatten mit dem Spiel. In dieser Hinsicht. Sonst das Boss-Design war eigentlich, also gerade visuell war es genial. Aber auch vom Gameplay her war es eigentlich größtenteils gut. Ich hätte mir ein bisschen mehr Hilfe in Sachen Quests gewünscht, also es gab ein paar haarsträubende Quests. Zum Beispiel gab es am Ende noch dieser Typ, der da die Hände zusammengebunden hat und vor der Statue gekniet hat, die auch die Hände zusammengebunden hat. Und ich hatte keine Ahnung, was man da tun musste. Wir hatten nichts mehr. Wir hatten ein paar Quest-Items, aber es hat nichts funktioniert. Vielleicht hätte ich Backtracking machen müssen und da hätte da nochmal was gefunden. Aber ständig hin und zurück und Backtracking und Secrets und sowas, ich finde irgendwie.
so die Hauptquests, die müssen vielleicht ein bisschen offensichtlicher sein, dass man dann ein Item kriegt, wenn man einen Boss besiegt, oder? Also es war alles, man hatte zu wenig Hinweise auch, was man tun muss. Und mein Hauptkritikpunkt war halt generell, dass man nichts auf der Map einzeichnen konnte. Das ist für meine Meinung nach für ein Spiel dieser Art im 2019 nicht entschuldbar. Das darf nicht vorkommen. Also die Maps müssen in solchen Spielen echt top-notch sein, meiner Meinung nach. In einem 3D-Spiel, wenn die Landmarks, also wenn die Sehenswürdigkeiten, die Objekte richtig gut sind und man sich daran orientieren kann, dann geht das. Aber das ist in 2D-Spielen viel, viel schwieriger. Und deswegen muss da einfach die Map richtig gut sein. Sie war größtenteils auch gut, aber man konnte halt einfach nichts einzeichnen. Das war das Problem halt. Und ansonsten halt so ein paar Kleinigkeiten halt. Es wurde viel Zeit gewastet mit halt Aufzügen und anderem Krimskrams. Jetzt mit unüberskippbaren Zwischensequenzen und Dialogen, die immer wieder wiederholt wurden. Ja, muss da halt einfach nie sein. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist generell oftmals im zweiten Teil der Spiele der Fall, dass sowas passiert. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Spiele nicht ausreichend getestet werden, bevor sie dann released werden. Und im Endeffekt ist es dann halt einfach zu spät, um noch großartig Änderungen zu machen. Und ich habe auch gehört, dass dieses Spiel jetzt schon länger keinen Patch mehr gekriegt hat. Ich denke, das wäre vielleicht auch nochmal nötig gewesen, um einfach mal so ein bisschen... Der letzte kleine Feinschliff hätte noch gefehlt. Ich würde das Spiel jetzt schon so 8,5 von 10 geben, also es war schon ein richtig gutes Spiel. Aber hat halt dieses... Kleinigkeiten, Makel und so gehabt. Aber ich meine, das hat Dark Souls auch gehabt und das ist ein super Spiel. Ich meine, da ist generell, also im ersten Dark Souls 1, also die komplette zweite Hälfte ein bisschen vermurkst worden. Naja, aber ja, generell super Spiel. Wenn ihr andere Spiele kennt in dieser Hinsicht, die ihr möchtet, dass ich sie gerne spiele, schreibt mir die Vorschläge doch in die Kommentare oder geht in meinen Discord. Link gibt's auf meiner Kanalseite dazu. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder vielleicht wollt ihr auch subscriben. Und ja, bis zu einem anderen Projekt. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Euer Northgate.